Der Vortrag hat den etwas problematischen Titel, haben Leute mir gesagt, Buddhismus Reloaded. Mindestens in Berlin die Tatsache, dass man so englische Worte reinschmeißt, gang und gäbe geworden ist. Es gibt jetzt schon die berüchtigten Kneipen in Berlin, wo du auf Deutsch nicht bestellen kannst. Und nicht, weil man alle Türkisch spricht, sondern weil alle Leute Englisch sprechen in den Kneipen. Oder Denglisch, noch schlimmer. Okay. Eigentlich ursprünglich war Titel dieses Vortrags, was ist Buddhismus? Aber das habe ich verworfen. Erstens, weil der Titel für viele Leute langweilig ist. Und zweitens bin ich immer mehr zur Meinung gekommen, dass in der jetzigen Zeit, in der jetzigen Kultur, man Buddhismus nur verstehen kann, wenn man erst sieht, was Buddhismus nicht ist. Und deshalb Buddhismus Reloaded. Jeder in unserer Kultur oder fast jeder hat irgendeine Idee von dem, was Buddhismus ist. Ich würde behaupten, auch wenn man das nicht glaubt, irgendeine Assoziation, geschweige denn, wenn man tatsächlich was gelesen, gehört hat, geübt hat. Und die Ideen sind häufig sehr vage und häufig, sagen wir so vage, dass sie interessant sind. Und das führte dann die Neigung, Sachen buddhistisch zu nennen, die nicht Buddhismus sind. So dass vor 10 Jahren ein Buch erschienen ist, was der Buddha nicht gelehrt hat. Aber fangen wir damit an, was Buddhismus nicht ist. Und ich fange mit einem Bild an. Einem Bild von einer Reihe von Lagerhallen. Und all die Lagerhallen sind identisch. Und in den Lagerhallen sind Kisten. Und all die Kisten sind quadratisch, aus demselben Material, dieselbe Farbe, dasselbe Gewicht, dieselbe Größe. Und auf jede Kiste ist ein Wort, in derselben Schriftart, auch in derselben Farbe. Und auf eine Kiste steht das Wort Hinduismus. Und auf der nächsten Kiste Protestantismus. Dann Judentum, dann Sufismus, Taoismus, Shintoismus, Jainismus und so weiter. Und ich würde behaupten, so sehen viele Leute die Religionen, dass sie eigentlich alle einer Gattung, einer Art sind, auch wenn die philosophischen Inhalte anders sind. Vielleicht passt das zum Teil zu manchen oder vielleicht zu vielen Religionen, aber es passt nicht zum Buddhismus. Wenn man dieses Bild weiter benutzen möchte für den Buddhismus, dann müsste die Kiste mit dem Wort Buddhismus von einer anderen Größe sein, aus einem anderen Material, in einer anderen Schriftart und überhaupt nicht in einer Lagerhalle sein. Das wird auch da gezeigt durch die Schwierigkeit, die westliche und zeitgenössische Schriftsteller und Denker gehabt haben, um Buddhismus einzuordnen. Es gibt Leute, die sagen, Buddhismus ist keine Religion. Vor einem Jahr erschien ein Buch auf Englisch, Buddhism is a religion, you better believe it. Also Buddhismus ist eine Religion, ihr müsst daran glauben, sehr frei übersetzt. Es gibt Leute, die sagen, Buddhismus sei eine Philosophie, und andere, nein, sie ist eine Ethik, und andere, nein, sie sei eine Lebensphilosophie. Und auch andere, dass es eine fernöstliche Psychotherapie sei. Also all diese Antworten sind genauso gut und genauso schlecht. Und die enthalten alle ein bisschen Wahrheit, aber überwiegend nicht. Heute haben wir, würde ich sagen, eine besonders schädliche Art von Verständnis oder Missverständnis des Buddhismus. Und ich habe ab und zu davon gelesen, Buddhismus light. Das englische Wort wird verstellt, auf Deutsch als L-I-T-E. Und in diesem Zusammenhang bedeutet es nicht, dass es von wenig Gewicht ist, sondern anspruchslos, abgespeckt. Abgespeckter Buddhismus. Wird auch säkulären Buddhismus genannt. Was ein Widerspruch an sich ist. Säkulär im Sinne bedeutet wirklich weltlich. Und man könnte behaupten, der ganze Sinn vom Buddhismus ist, weg vom Weltlichen zu gehen. Also im Buddhismus, ein gewöhnlicher Mensch wird ein Weltling genannt. Und die ganze Idee ist, aufzuhören, ein Weltling zu sein. Und man sieht diese Art von Buddhismus-Leid oder säkulären Buddhismus auf unterschiedliche Art und Weise. Es ist nicht nur ein Phänomen, es gibt Variationen. Du siehst zum Beispiel in einem gediegenen Wohnzimmer ein Buddha-Bild oder eine Buddha-Statue. Oder in einem Restaurant, das erste Mal war in einem Café auf einer dänischen Insel, war eine Buddha-Figur, das erste Mal, dass ich es in einem Restaurant gesehen habe. Oder unmittelbar bevor ich diesen Vortrag gehalten habe, in einer Arztpraxis in Berlin, auf dem Wege kurz vor der Toilette, war eine sehr schöne Buddha-Statue auf einem Sims.
Also da am Empfang, dann auf dem Ausweg, habe ich die Sekretärin gefragt, woher kommt die Statue, was hat sie zu bedeuten? Sie hatte keine Ahnung, und während wir geredet haben, habe ich dann eine weitere Statue neben dem Rechner gesehen auch. Sie war keine Buddhistin, hatte keine Ahnung, warum die Statuen da waren. Die waren aber sehr ästhetisch. Ja. Aber das ist nicht Buddhismus. Du kannst meditieren, du kannst sogar regelmäßig und tief meditieren. Und das ist auch nicht notwendigerweise Buddhismus. Du kannst sogar gewisse Einsichten in die eigene Sterblichkeit haben. Und das ist nicht notwendigerweise Buddhismus. Du kannst sehr ethisch leben. Du kannst ein guter Mensch sein. Du kannst deutlich liebevoller und großzügiger als ich bin. Und trotzdem bist du nicht notwendigerweise ein Buddhist. Du kannst von buddhistischen Ideen, von buddhistischen Gedanken gut beflügelt sein und du bist nicht notwendigerweise ein Buddhist. Trotzdem kannst du ein ganz normaler Bürger bleiben dabei. Ein Weltling in diesem Sinne. Und es ist sehr interessant, was dieser Begriff Weltling, wie es traditionell definiert wird oder verstanden wird in der buddhistischen Literatur. Es bedeutet zuerst ein Mensch, der transzendente Einsicht noch nicht hat. Also Einsicht, Weisheit noch nicht so entwickelt hat, dass sie unwiederkehrbar ist. Er kann so seine Einsichten verlieren. Das sind die meisten von uns. Aber vielleicht noch wichtiger, es ist nicht bloß, dass er keine unumkehrbare Einsicht hat, sondern, ich zitiere, und sich auch nicht auf dem Wege befindet, jene Weisheit zu erlangen. Sich auch nicht auf dem Wege befindet, jene Weisheit zu verlangen. Warum ist jemand nicht auf dem Weg, Weisheit zu erlangen? Und eigentlich ist es die Motivation, die Gründe, warum er eine Buddha-Figur hat, warum er meditiert, warum er ethisch lebt. Und die eigentliche Motivation, sehr häufig heutzutage, ist das normale weltliche Leben, das sogenannte Samsara, durch buddhistische Methoden und Ideen zu verbessern, zu veredeln, wenn man will, die dunkle Seite vom Leben zu mildern. Wie Sangharakshita, der Gründer dieser buddhistischen Bewegung, aber gesagt hat, der halbe Dharma ist nicht der Dharma. Also der Dharma in diesem Zusammenhang kann es einfach aus Buddhismus verstehen. Der halbe Buddhismus ist nicht Buddhismus. Was fehlt? Die zweite Hälfte, wenn man will. Die wichtige Hälfte. Man könnte sagen, was fehlt in einer Triratna-Sprache, ist der spirituelle Tod und seine Voraussetzungen. Die Voraussetzungen für diesen radikalen Durchbruch des spirituellen Todes sind Anstreben, dass man wirklich dieses Ziel anstrebt, dass man sich entschließt, das anzustreben. Eine dritte Art, Buddhismus misszuverstehen, ich gebe es dann anhand des Beispiels. Als ich angefangen habe zu üben, ich wohnte damals in London, habe ich von einem Schotten gehört, der sich isolierten Buddhisten genannt hat, in Glasgow. Einige Freunde von mir sind nach Glasgow umgezogen und wollten Kontakt mit anderen Buddhisten haben. Damals gab es nicht so viele Buddhisten, auch nicht in einer halben Million Stadt wie Glasgow. Also die haben den Mann angeschrieben und er hat so geantwortet und gesagt, ich habe kein Interesse an Kontakt, ich bin ein isolierter Buddhist. Ich glaube, das ist auch ein innerer Widerspruch. Was passiert ist, er hat einen Teil des Buddhismus mit dem Ganzen verwechselt. Er hat Aspekte ausgelassen. Er hat einfach den sehr wichtigen Aspekt von spiritueller Gemeinschaft ausgelassen. Ganz spezifisch, er hat die Meditation mit dem Buddhismus verwechselt. Es gibt mehr Praktiken als bloß Meditation. Es gibt auch einen ganzen Zusammenhang, in dem Meditation stattfindet. Es ist, als ob man ein sehr, sehr schönes, edles Gebäude hätte und man würde die erste Etage mit dem ganzen Gebäude verwechseln. Das ist eher sowas. Weil im buddhistischen Pfad geht es nicht nur um die persönliche Entwicklung. Das wird so häufig verstanden, glaube ich, durch unseren westlichen Individualismus. Es geht um selbst und andere. Es geht um Erkenntnis und Mitgefühl. Und ich werde darauf wieder zurückkommen. Und dann letztens haben wir als Problem das Wort Buddhismus selbst. Das Wort, ob in der deutschen Form oder englischen Form oder französischen Form, ist eine Konstruktion, glaube ich, des 17. Jahrhunderts. Und es sind ursprünglich westliche Entdecker
und Missionare und Wissenschaftler, die dieses Wort gemünzt haben. Aber was ist diese Erscheinung, diese Sache, die Buddhismus genannt wird? Traditionell, wie ich erwähnt habe, ist das Wort Dharma oder manchmal Buddha-Dharma. Und Dharma hat sehr viele Bedeutungen, von denen die wichtigsten für unsere Zwecke zwei sind. Und die erste Bedeutung, die erste der wichtigen, wesentlichen Bedeutungen von Dharma ist die Wahrheit im tiefsten Sinne, die Wirklichkeit, die Realität oder in der Sprache von dem frühen Buddhismus die Dinge, wie sie wirklich sind. Und der zweite Sinn, der sehr eng damit gekoppelt ist, ist der Weg dahin. Das heißt, der Pfad, der zur Verwirklichung der Wahrheit führt. Und dieser Pfad, dieser Weg besteht aus Übungen, aus Ansichten, aus einer ganzen Lebensart, aus dem ganzen Leben, wenn man dieses Ziel anstrebt. Also, was ist dann dieser Dharma, wenn wir es ein bisschen genauer oder tiefer anschauen, wenn wir tiefer gehen wollen? Um das zu klären, benutzen wir eine berühmte Legende. Es ist eine Legende über den historischen Buddha. Soweit wir wissen, ist es historisch, hat es historisch nicht stattgefunden. Aber die Legende wird immer wiederholt, weil sie so viel über den Buddhismus aussagt. Und es ist die Legende der vier Anblicke oder der vier Aussprachen. Nach dieser Legende war der noch nicht Buddha, Gautama, ein extrem verwöhnter Königssohn, ein Prinz. Naja, soweit man weiß, eigentlich gehörte er zur Oberschicht. Man könnte ihn eher vielleicht mit dem ältesten Sohn eines wohlbetuchten Mitglied des Großbürgertums in Südkalifornien vergleichen eher. Aber er wird so dargestellt als ein Prinz in der Legende. Verwöhnt, von der harten Seite des Lebens beschützt und so verwöhnt, dass er so drei Paläste hatte für die drei indischen Jahreszeiten mit den schönen jungen Leuten, wie auf dem Strand in Südkalifornien. Nur von solchen Leuten so umkreist. Abgeschirmt, naiv und unwissend in seinen Palästen. Anscheinend hat er nie was Unangenehmes in seinem Leben erlebt. Und eines Tages befahl er seinen Wagenlenker, die Pferde anzuspannen und in die benachbarte Stadt zu fahren. Und anscheinend hat er vorher nie einen Kranken gesehen, ist nie selber krank gewesen, nie alte Menschen gesehen und nie dem Tod begegnet, was in Indien sehr unwahrscheinlich ist. Und bei diesem Ritt, bei dieser Fahrt in die Stadt, sah er zum ersten Mal in seinem Leben einen alten Menschen, einen alten Mann. Und das wird sehr bildhaft beschrieben. Und in der einen Darlegung, ich lese einen Auszug aus einem traditionellen Text, wie es ist, als er den Greis vor seinen Augen hat, dessen Glieder von hervortretenden Adern überspannt waren. Seine Zähne zeigten Lücken, Runzeln überdeckten den Körper und seine Haare waren ergraut. Dazu war er krumm und schief wie ein Dachgestühl, geknickt, auf den Stock angewiesen, leidend. Die Kraft der Jugend war von ihm geflohen, und aus seiner Kehle kamen nur noch krächzende Laute. Sein Körper hing nach vorn über, dann stützte er sich auf einen Stab und zitterte an allen Körperteilen und Gliedern. Und Gautama fragte seinen Wagenlenker, was ist das? Ich habe sowas nie vorher gesehen. Und der Wagenlenker antwortete, dies ist, o Herr, ein Mann, den das Alter überwältigt hat, dessen Sinnesvermögen nachlassen, der Qualen leidet und dessen Kraft und Stärke hin ist, verachtet von seinen Verwandten, ohne jemanden, der ihn schützt, körperlich unfähig, ließ man ihn im Walde zurück, wie man ein wertloses Stück Holz fortschleudert. Da sprach Gautama, sage mir treulich, sind dies Eigenschaften, die nur in seiner Familie erblich sind, oder ereilt dieser Zustand auch alle anderen Wesen? Sage mir schnell, wie es sich damit verhält. Hören will ich, wie es in Wahrheit darum steht. Der Wagenlenker antwortete, O Herr, das Alter ist keine Eigenschaft einer bestimmten Familie oder eines besonderen Landes. Nein, es vernichtet die Jugend jeglichen Geschöpfes.
Auch deine Eltern, Verwandten und Angehörigen wird es nicht verschonen. Es gibt keinen Ausweg für irgendjemand. Und Gautama sprach, O, wie jämmerlich, Wagenlenker, ist es denn bestellt um die Einsicht der Wesen, der Unerleuchteten, Törichten, die da infolge ihrer Jugend von Übermut trunken, das Alter nicht sehen. Wende schnell den Wagen, ich will wieder nach Hause zurückkehren. Was sollen mir Spiele und Liebesvergnügungen, wenn das Alter auch von mir Besitz ergreift? Und so geht es weiter und weiter und weiter. Also er kehrt zurück, sehr nachdenklich, in seinen Palast. Aber dann fährt er ein zweites Mal in die Stadt und sieht anscheinend zum ersten Mal einen Kranken, der auch sehr dramatisch, ätzend dramatisch dargestellt wird. Und dann das dritte Mal fährt er in die Stadt und sieht einen Leichnam, einen Leichenzug. Man kann sich fragen, ob auch ein behüteter junger Mann wirklich nie vorher solche Erscheinungen gesehen hat. Es ist unwahrscheinlich, aber es ist die poetische Wahrheit. Es ist, als ob er sie nie wirklich gesehen hat. Man könnte es auch so darstellen, wir alle und er auch, wir haben diese Erscheinungen gesehen. Oder vielleicht besser gesagt, wir haben sie übersehen. Wir haben sie so theoretisch registriert, ein bisschen wie ein Haken in einem Kästchen auf einem Formular. Aber wir haben sie wirklich nicht angeschaut, nicht eingesehen. Und jetzt, zum ersten Mal in seinem Leben, es ist als ob zum ersten Mal, hat er noch nicht Buddha wirklich gesehen, was es ist. Und wir haben eine sehr große Fähigkeit, solche Sachen nicht wirklich zu sehen und nicht zu sehen, dass wir sie nicht wirklich sehen. Oder wir wischen das schnell zur Seite. Ich kann mich erinnern, als ich so ungefähr 20 war, bei einem Abendspaziergang in einem Wohnviertel in Toronto, wo ich damals wohnte, bin ich bei einem schweren Autounfall vorbeigekommen. Die Rettungskräfte waren schon da, die Sanitäter, die holten irgendjemand aus. Und ich sah so den Blut, ich sah einfach so die schwer verletzten Menschen. Und ich kann mich immer noch erinnern, eine Distanz, die ich innerlich geschaffen habe. Sowas passiert mir nicht. Sowas gilt mir nicht. Sprich, in anderem Sinne, nicht wahrhaben wollen. Fein, es kann sein, dass ich nie in meinem Leben in so einen Autounfall komme, aber auf irgendeine Art und Weise stirbt man irgendwann oder wird krank irgendwann. Oder es gab eine potenzielle Diagnose von mir vor einem Jahr, dass ich möglicherweise einen Riss im Herzband hätte und sollte zu einem Kardiologen dahin. Und ich merkte, als ich im Wartezimmer saß, auf der einen Seite wissen, es könnte wirklich stimmen, aus verschiedenen Gründen, aber gleichzeitig eine Stimme, nee, nicht bei mir, nicht mit mir. Ziemlich normale Reaktionen. Also eine tiefe innere Verweigerung, überhaupt Weigerung, solche Sachen als möglich wirklich wahrzuhaben. Theoretisch ja. Wir können alle zunicken. Ja, wir wissen alle, dass wir sterben werden. Ja, aber leben wir so? Also, der noch nicht Buddha hat wirklich Krankheit, Alter und Tod wirklich direkt angeschaut. Und was er gesehen hat, ist, was wir die Wahrheit von Leidhaftigkeit gesehen haben. Das Wort in den indischen Sprachen, in den buddhistischen Sprachen ist Dukkha. Dukkha wird häufig als Leiden übersetzt, aber das ist zu einfach. Es ist mehr als bloß Leiden und nicht immer im offensichtlichen Sinne Leiden. Die drei Hauptdimensionen von Dukkha sind erstens, wenn man will, körperlich-geistige Dimension, und das ist Leid. Leid, Pein, Schmerz. Ganz normal. Aber es hört nicht damit auf. Eine zweite, sehr wichtige Dimension ist die durch die Vergänglichkeit bestimmt. Das heißt, wir genießen etwas. Wir haben eine angenehme Situation oder eine Zufriedenheit oder eine Ruhe, aber sie endet. Oder unsere Freude kommt zu Ende. Wir können ein Musikstück anhören, das uns sehr stark anspricht, aber bestimmt haben mindestens einige von euch es erlebt, irgendwie kommt es zu Ende, nein, nicht irgendwie, es kommt zu Ende, und wir sind enttäuscht, wenn wir uns selbst genau beobachten, da ist eine Enttäuschung da. Oder schlimmer noch, es endet nicht und endet nicht und endet nicht, aber unser Genuss endet und endet dabei.
Also das kann auch passieren. Also ein Problem mit der Vergänglichkeit. Dieser Aspekt von, man würde es nicht Leiden wirklich nennen, aber eine Unzufriedenheit oder Leidhaftigkeit. Und drittens haben wir die Dimension, wir können es eine existenzielle Unzufriedenheit nennen. Alles kann richtig laufen. Alles kann klappen. Es gibt kein offensichtliches Leid, aber irgendwie genügt es nicht. Da war ein junger Engländer, ein Bauunternehmer, ein sehr erfolgreicher Bauunternehmer in London. Alles lief gut, sogar die Sonne schien in England an diesem Tag. Er saß draußen an seinem Schwimmbad, Getränk in der Hand, glücklich verheiratet, und der Gedanke tauchte in ihm auf, ist das alles? Und er meinte nicht, ich muss einen neuen Rolls Royce kaufen. Es war einfach, ist das alles, was es im Leben gibt? Besteht das Leben nur hieraus? Also die existenzielle Unzufriedenheit. Und die drei ersten Aussagen, diese drei Anblicke, stellen Ducker dar, diese Aspekte in ihren dramatischsten Formen von Krankheit, Alter und Tod. Aber Gautama, der noch nicht wurde, ist ein viertes Mal ausgefahren in die Stadt. Und diesmal hat er einen Wanderasketen gesehen, einen Bettelmönch, wie man immer noch heute in Indien sehen kann. Ein Mensch, der von Almosen lebt, damit er frei ist, mit der Rest seiner Zeit irgendwie spirituell zu üben. Und wirklich irgendwie. Du siehst Leute in Indien, deren Übungen da drin bestehen, sehr viel Ganja zu rauchen. Und du siehst Leute, die wirklich da sitzen und meditieren und alles Mögliche machen. Er hat keine Verantwortungen. Mehr noch, er ist zivilrechtlich tot. Es gibt eine interessante Kurzgeschichte von Rudyard Kipling, von dem britischen Autor, der auch Kim geschrieben hat. Ich glaube, es gab auch eine Verfilmung von dem Mensch, der König werden wollte, vor 20 Jahren, von Romanen von ihm. Und in dieser Kurzgeschichte, der Premierminister von einem kleinen indischen Staat, Ende des 19. Jahrhunderts, ein Brahmane, reicht seinen Abschied ein, tritt zurück von seinem Amt, der ist so ungefähr 50 oder 60, ist irgendwie älter, und gibt seine reiche Kleidung ab, zieht einfach die einfachen Robe eines Wanderers an und geht aus der Stadt raus. Und es ist sehr interessant, die Wachen, die vorher fast vor ihm gekrochen sind, schieben ihm zur Seite. Die erkennen den Premierminister nicht mehr. Er ist nicht mehr Premierminister. Er ist zivilrechtlich tot. Und er wandert zu einer Klause, wo er dann meditiert. Und Gautama, der noch nicht wurde, sah so einen Wandermönch und sah, das ist eine potenzielle Lösung. Das ist ein Ansatz, Dukkha zu überwinden. Möglicherweise eine Art und Weise, wie man wahrhaftes, tiefsinniges Glück finden kann. Und das bringt mich zu den zwei Axiomen des Buddhismus. Zu den zwei Grundannahmen des Buddhismus. Die werden häufig nicht ausdrücklich gesagt, aber die laufen wie rote Fäden durch den ganzen Buddhismus. Und der erste Axiom ist, niemand will leiden. Ganz schlicht, niemand will leiden. Geistig, seelisch, körperlich, niemand will leiden. Niemand will Dukkha haben, im tiefsten Sinne. Und zweitens, damit eng verkoppelt, jeder will glücklich sein. Ich meine nicht fröhlich, freudig an sich, aber glücklich sein in einem tiefen, dauerhaften, wirklichen, bedeutungsvollen Weg. Der ganze Dharma dreht sich um diese zwei Annahmen, um diese zwei Einsichten. Niemand will leiden, jeder will glücklich sein. Aber es gibt ein drittes Axiom, oder vielleicht ist es einfach meine eigene Beobachtung. Und zwar in der Regel, um Leid zu überwinden und um wahrhaftig glücklich zu sein, die meisten von uns wählen kontraproduktive Strategien. Die meisten von uns entscheiden sich für Sachen, die einfach das Leid vermehren. Also sehr kontraproduktiv. Das klassische Beispiel ist Suchtverhalten. Ob mit Alkohol, Drogen, Sex, was es denn sein mag, Essen, Suchtverhalten. Klares Beispiel von kontraproduktiver Strategie, um mit Leid umzugehen und um Glück zu erreichen. Oder Macht anzuhäufen. Auch ein klares Beispiel. Häufig ist es subtiler.
Und weil es subtiler ist, können wir es in der Regel besser bei anderen Leuten sehen, bei uns selbst. Und das meine ich nicht zynisch, es ist einfach häufiger, es ist leichter, das bei irgendjemandem zu sehen. Wir haben nicht solche Spiegel in der Regel. Es sei denn, dass du einen sehr guten Freund hast und eine sehr gute Freundin, die es dir sagt. Also man merkt es eher bei Freunden und Bekannten. Also zum Beispiel, man merkt bei irgendjemandem, wie er mit anderen Leuten umgeht, auf, sagen wir, nicht so eine freundliche Art und Weise, wie er dann doch überrascht ist, wie diese Menschen dann mit ihm umgehen. Oder ein Bekannter von mir, der in seiner vorherigen Arbeitsstelle absolut pingelig nach all den Regeln gehandelt hat und alle Fälle den Vorgesetzten berichtet hat, wo seine Kollegin die Regeln nicht eingehalten hat. Und er war etwas überrascht, als er bald gehasst wurde im Betrieb. Es gibt aber andere Arten und Weise, wie wir nicht sehr geschickt mit Leidhaftigkeit umgehen. Und die eine ist einfach, das Leid zu verleugnen oder das potenziell Leid, Ducke zu verleugnen. Und es ist offensichtlich erfolglos, wir können es nicht verleugnen. In den frühen Texten steht da einfach als ein Beispiel dafür, Geburt ist Ducke. Ducke leiden, wie du es hier übersetzen willst. Geburt ist Ducke. Altern ist Ducke. Krankheit ist Ducke. Sterben ist Ducke. Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung sind Ducke. Das Nichterlangen dessen, was man begehrt, ist Ducke. Und vom Geliebten getrennt zu sein, mit dem Gehassten zusammen zu sein, ist Ducke. Wenn Leute das hören, dann denken sie manchmal, Buddhismus ist sehr pessimistisch. Buddhismus behauptet, alles ist Leid. Nein, die Behauptung ist, dass Dukkha überall zu finden ist. Nicht, dass alles Leid ist, denn das ist wirklich was anderes. Auch was überall zu finden ist, ist das Verleugnen von Dukkha, das nicht wahrhaben wollen. Ich kann mich an einen Freund erinnern, der auch, als er todkrank war mit Krebs, das nicht wahrhaben wollte. Etwas, was einen sehr starken Eindruck auf mich gemacht hat, war ein Foto in einer Zeitung in den 80er Jahren von dem damaligen amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan, der weit über 70 war und ein jugendliches Hemd und Jeans anhatte und versuchte sich zu bewegen, als ob er 30 gewesen war. Es war tragisch und traurig, dieses Vorstellen, dieses Verleugnen vom Alter. Also es gibt diesen Vorwurf gegen Buddhismus, gegen Buddhisten und gegen den Dharma, sie seien pessimistisch. Nein, wir sind realistisch. Das heißt, so sind die Dinge und auf diese Grundlage kann man handeln. Und man kann handeln, weil es auch Hoffnung gibt. Das ist, was der vierte Anblick, die vierte Ausfahrt des noch nicht Buddha bedeuten. Schaue dich selbst an. Schaue dein Leben an oder mindestens das Leben anderer. Was sieht man? Allzu häufig sieht man mittelmäßige Beziehungen, langweilige Partner, bedeutungslose Arbeit, die man täglich durchführt, um uns herum hässliche Gebäude, dumpfe Gesichter. Das kann man einfach nicht verleugnen, wenn man die Augen öffnet. Das heißt, überall sieht man Zeichen von Dukkha. Ich sage nicht, dass das alles ist, was man sieht, aber es ist da. Und es hilft nicht, das zu verleugnen. Es gibt weitere kontraproduktive Strategien. Vielleicht die bekannteste ist, sagen wir, Sinnesfreuden mit Glück zu verwechseln. Vergnügen und Genuss mit Glück gleichzusetzen. Da ist nichts Falsches daran, Sinnesfreuden zu genießen, aber denk nicht, dass sie wahr dasselbe sind wie wahres Glück. Oder es ist ein Versuch, hauptsächlich über Sinnesgenüsse glücklich zu werden. Es ist eine falsche Gleichung. Ein guter Kuchen ist guter Kuchen. Es ist nicht die Lösung von existenziellen Problemen. Ein schöner Film ist ein schöner Film. Sex ist Sex. Die sind nicht die Quellen von einem tiefen, dauerhaften Glück. Aber wir handeln, als ob das der Fall wäre. Die geben uns keine Antwort auf die Sinnfrage. Der Fehler, den wir begehen, ist, zu viel von diesen Sachen zu erwarten. Auf ihrer eigenen Ebene sind sie schön. Aber man merkt es,
wieder vielleicht eher bei jemand anders oder bei dir selber, ein neuer Tablet, ein neues Hemd, eine neue Freundin. Was erwartet man von ihnen? Es ist nicht so schlimm, wenn du mehr von einem iPhone erwartest, als dein iPhone dir geben kann. Aber es ist viel schlimmer, wenn du von deinem neuen Partner mehr erwartest, als überhaupt ein Mensch dir geben kann. In einem Text, zeitgenössischen Text, den ich vorgestern gelesen habe, wurde so beschrieben, von dem Partner in der Regel erwartet man, dass diese Person gleichzeitig Liebhaber, Mutter, Vater, Mentor, Vater, Konfessor und Hund ist. Alles auf einem. Also, und das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Kein Mensch kann das sein. Auch wenn du denkst, nein, 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 ich erwarte nicht, dass mein Partner Hund ist, aber ich wette, dass einige andere der unrealistischen Erwartungen in deinem Fall auch da sind, wie in meinem Fall auch. Weiter, ein Teil des Problems, Sinnesfreuden mit wahrem Glück zu verwechseln oder sagen wir sie als den Weg zum wahren Glück zu sehen, ist, dass wir, wenn wir tief in Sinnesfreuden drin sind, spüren wir die existenzielle Lage weniger. Es ist wie eine Droge. Es macht uns dumpf in dieser Hinsicht. Wenn wir so etwas Schönes genießen, sollen wir es genießen, aber seien wir klar, dass wir immer noch in derselben Lage bleiben. Und das Problem damit ist, wenn es schön ist, dann wollen wir es wieder haben. Und dann wollen wir es wieder haben. Manchmal können wir sehen, wie es ist. Es gibt so den berühmten Satz über Schokolade, den ich vor ein, zwei Jahren gelesen habe. Das erste, nehmen wir an, es ist gute Schokolade. Das erste Stück Schokolade ist sehr schön. Das zweite Stück Schokolade ist nur halb so angenehm. Und das dritte Stück Schokolade ist nur Kalorien. Und so ist es bei häufig einem Sinnesgenuss. Wir erwarten zu viel. Wir erwarten, dass es immer so weitergeht. Und es ist Verhängnis, zu viel von den Sinnesfreuden zu erwarten, weil sie uns nie wirklich befriedigen können. Und dann wollen wir einfach mehr haben oder eine extremere Form dann. Es muss schneller oder höher oder größer sein. Der Yacht, also ich kenne da vielleicht nur einen Menschen, der ein Yacht hat. Der Yacht muss größer sein. Der Auto muss schneller werden oder neuer. Der Smartphone, naja, es ist die alte Ausgabe. Die Freundin, es muss eine neue Freundin sein. Oder sowas Ähnliches. Auch wenn nicht so krass. Ab und zu aber halten wir an. Und wir merken, dass das nicht wirklich funktioniert. Als ich zwei Semester in Hamburg studiert habe, gab es neben dem Mensa eine Quelle, wo man Marzipan sehr billig kaufen konnte. Ich hatte Marzipan gern. Also ich fing an mit einem kleinen Laib Marzipan und dann am nächsten Tag oder die nächste Woche etwas größeres Laib. Und dann größer und dann größer und selbstverständlich alles auf einmal gegessen. Und dann, ich kann mich erinnern, ich habe das größte Laib Marzipan genommen und gegessen und es ging mir wirklich schlecht. Wirklich schlecht. Es hat vielleicht nicht geholfen, dass ich das Mensa-Essen vorher zu mir genommen hatte. Aber immerhin, ich habe so viel gegessen, dass ich auf gewisse Ebene eingesehen habe, nein, es macht keinen Spaß, so viel Marzipan zu essen. Lange Zeit habe ich überhaupt keine Gier auf Marzipan gehabt. Aber wie echt war diese Einsicht? Wie tief oder wie oberflächlich war sie? Man kann sich sehr leicht betrügen, wenn man glaubt, man hat wirklich in die Wahrheit von Oberflächlichkeit, die Wahrheit von Gier gesehen. Und Sangharakshita macht eine sehr interessante Unterscheidung. Er benutzt zwei englische Wörter, bisschen künstlich. Er spricht von einem Unterschied zwischen disillusioned und disgruntled. Das ist zwischen sozusagen desillusioniert sein und eher missvergnügt oder mürrisch sein. Wenn du desillusioniert bist, dann siehst du wirklich durch die Sache. Du bist eigentlich die Illusionen geraubt. Keine Illusionen mehr. Du siehst wirklich, dass eine Beziehung schön ist, aber kann dir wirklich nicht das ewige Glück bringen. Oder dass Marzipan auf seiner Ebene schön ist, aber es ist nur Marzipan letztendlich. Disgruntled, dieses eher missvergnügt, unzufrieden, mürrisch. Du fühlst, ja, es ist schlimm, ich sehe durch, ich werde diesen Fehler nicht wieder begehen. Das Problem hatte nur mit diesem Partner zu tun. Und beim nächsten wird es anders sein.
auch wenn das die 23. Freundin ist. Also einfach ein Nichtsehen, dass man eigentlich nur die Oberfläche gesehen hat. Und sehr selten sehen wir, dass wir viel zu viel von dem Objekt, von dem Menschen, von dem Genuss erwarten. Auch subtiler, wir sehen nicht, dass unsere Gier und unser Anhaften die Situation oder sogar den Genuss verderben, weil wir häufig nicht imstande sind, es wirklich zu genießen, in dem Ergreifen, in dem mehr haben wollen oder in der Angst, das zu verlieren. Was kann man dann tun? Na, der vierte Anblick deutet auf einen Weg, deutet auf einen Pfad in die Tiefen. Ja, man kann verschiedene Techniken und Methoden, Übungen und Meditationen benutzen, aber der Pfad besteht nicht nur aus gewissen Meditationstechniken und Ähnlichem. Also woraus besteht dann der Pfad zum wahren Glück? Der Weg der Leidvernichtung, der Weg, der zum Boden führt. Na, erstens muss man in gewissem Maße Frieden schließen mit Gier. Wir sind Gierwesen, aber man muss geschickt damit umgehen. Bis jetzt habe ich von einer gewissen Art von Gier gesprochen, was in den buddhistischen Texten, also Gier wird ein Wort für Gier, ist Chanda, Gier oder Verlangen. Und es ist Kama-Chanda, Verlangen oder Gier nach Sinnesgenuss und nach Sinneserfahrung. Und was man tun muss, ist umpolen von Kama-Chanda auf Dharma-Chanda. Das heißt, ein Verlangen nicht nach Sinnesgenuss, sondern Verlangen nach der Wahrheit, nach der Wirklichkeit. Ein, wenn man will, Begierde nach Befreiung. Also der Pfad ruht auf diese Umorientierung der eigenen Begehrlichkeit. Er ist ein radikales Ausrichten des eigenen Lebens auf diesem Ziel. Die traditionelle Formulierung ist Zufluchtnahme, Zuflucht zu den drei Juwelen zu nehmen. Aber man muss sich dazu entscheiden. Als ich 27 war, habe ich ein Buch gelesen, das mich sehr beeindruckt hat. Jacques Monod, der ein Molekularbiologe war, hat ein Buch geschrieben, Zufall und Notwendigkeit. Und als ich gelesen habe, es war sozusagen philosophische Reflexionen von einem Molekularbiologen, der so einen Nobelpreis gewonnen hatte für seine Arbeit. Und in diesem Buch, es war eigentlich eine Vorlesungsreihe, argumentierte er, dass es keinen vorgegebenen Sinn im Leben gibt. In gewissem Maße, das Leben sei sinnlos im wortwörtlichen Sinn. Im wortwörtlichen Sinn, also hatte keinen inhärenten Zweck. Und ich fühlte eine unglaubliche Befreiung. Wenn es keinen vorgegebenen Zweck und Sinn im Leben gibt, dann bin ich frei, frei selber zu wählen, wofür ich leben will, was ich mit meinem Leben tun will. Und das habe ich auf meiner ersten Meditationswoche gelesen. Und da stellte sich offensichtlich für mich die Frage, ich könnte mehr oder weniger weiter so leben, wie ich damals lebte in London, ein harmloses, gehobenes Konsum- und Genussleben fortführen. Mit schönen Freunden, bisschen Meditation, vielleicht in ein buddhistisches Zentrum ab und zu gehen, schön essen gehen, es ist möglich in England gut essen zu gehen. Und ich betrachtete ein befreundetes Paar wirklich als Muster für mich, wie man leben konnte. Das war die eine Möglichkeit. Und die andere für mich wäre, Streben nach einer Selbstentdeckung, in die Tiefe zu gehen. Auf dieser Meditationswoche haben die Leiter eine Vortragsreihe von Sangharakshita abgespielt über das Bodhisattva-Ideal, über das Ideal des Lebewesen, das Erleuchtung anstrebt, ja, aber Erleuchtung zum Wohle aller, weil er durch Mitgefühl getrieben wird. Und so stellte sich für mich die Frage, ich könnte wirklich den Buddhismus üben, wenn ich wollte. Ich muss mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden. Ich muss mich irgendwann entscheiden. Und der Unterschied bestand weniger aus den Praktiken, weil meditieren wollte ich sowieso machen, sondern der Unterschied besteht aus der Orientierung, aus dem Sinn, den man sein Leben gibt.
Man kann das auch mit Ethik sehen, sogar mit buddhistischer Ethik. Also in der buddhistischen Ethik, wenn du ethisch handelst, traditionell wird gesagt, dass du eine gute Wiedergeburt bekommst, was vielen Leuten im Osten, in traditionellen buddhistischen Ländern sehr anspricht und die Motivation für ein ethisches Leben ist. Oder was mehr Buddhisten im Westen anspricht, ist, wenn du ethisch lebst, ist es wahrscheinlicher, dass du glücklich bist. Im ganz gewöhnlichen weltlichen Sinne mehr Glück erlebst, wenn du ethisch lebst. Also das ist die, könnte man sagen, die eine Motivation, Doppelmotivation, Ethik zu üben oder ethisch zu sein. Aber die andere ist, damit man Richtung Bodhi, Erleuchtung geht. Erleuchtung zum Wohle aller. Und Ethik ist ein notwendiger, grundlegender Faktor in dem Pfad zur Erleuchtung. Also zwei unterschiedliche Motivationen. Gewöhnliches Glück oder Fortschritt auf dem Pfad. Also die Motivation spielt eine Rolle. Auch wie man mit Leid umgeht. Ich kann mich erinnern, als ich mich erst mit Buddhismus auseinandersetzte, habe ich gedacht, wunderbar, ich kann Leid vermeiden. Und ich meinte, sofortiges Leid vermeiden durch diese schlauen Techniken, die ich gelernt habe. Wenn du aber den Pfad Richtung Bodhi wählst, dann bist du bereit, unmittelbares Leid anzunehmen, wenn es notwendig ist, tiefer zu gehen, um letztendlich die Wurzel von Leid auszurotten. Und das ist so eine tiefe Entscheidung. Die Formulierung von Zuflucht nehmen zu den Reihen wählen. Man hat ein wunderbares Wort im Englischen, Commitment. Das nächste deutsche Wort ist Verpflichtung, eine Selbstverpflichtung. Eine tiefe Verpflichtung, das ist, was ich mit meinem Leben mache. Es ist leider eine Sache, die man immer wieder tun muss. Es genügt nicht, dass man einmal entscheidet, dann zwei Wochen später merkt man, dass man einfach wie früher lebte. Um diese Entscheidung zu fällen auch, musst du dich nicht nur für den Pfad entscheiden, sondern du musst dich auch entscheiden, weg von gewissen anderen Sachen zu gehen. Du musst gewisse Sachen hinter dir lassen, wenn du Richtung Erleuchtung gehen willst. Und das wird traditionell das Fortgehen genannt, Fortgehen in die Hauslosigkeit. Und das ist, wenn man will, eine Wurzel von dem Mönchtum im Buddhismus, das man in Anführungszeichen Mönch nennt. Einer, der besitzlos ist und nur und von Almosen lebt und einfach Vollzeit praktiziert auf der einen Art und Weise und alles hinter sich gelassen hat. Familie, Besitztum, Sicherheit. Das wies aber bei meiner ersten Indienreise, der zweite Mönch, den ich gesehen habe, war eher interessiert, sein Studium fortzusetzen. Das heißt, gewissermaßen, da war überhaupt kein Fortgehen in die Heimatlosigkeit. Es war einfach eine kulturell akzeptierte Art, gut zu leben, während er studiert hat. Okay. Also das Wesentliche ist dann der innere Abkehr. Das heißt, man muss gewissermaßen Wohlstand hinter sich lassen und das Streben nach Reichtum, materielle Sicherheit innerlich aufgeben und äußerliche Quellen von emotionaler Sicherheit letztendlich fallen lassen, so gut man kann. Das Streben nach Anerkennung, Status, Bestätigung. Und wir sehr unerleuchtete Menschen brauchen solche Äußerlichkeiten. Es kann auf sehr unterschiedliche Art und Weise sich zeigen. Also in meinem Fall war es ein zweites Studium, was ich gemacht habe damals, um mir Sicherheit zu geben in diesem Fall. Und man kann dann die Sachen bewusst, man kann bewusst werden, daran klammere ich und ich lasse los. Aber es ist, als ob aus dem Nebelwolken einfach wieder etwas entsteht, woran man sich klammert. Es gibt eine Geschichte von einem tibetischen Lehrer, der durch das Himalaya wanderte mit seinen Schülern und die würden sich niederlassen in und um eine Höhle und Leute haben sich dann eingerichtet, ja, dort, da finden wir Brennholz, da finden wir Wasser, da um die Ecke ist, wo man sein Geschäft macht und so weiter. Und die würden sich niederlassen und sobald sie sich etabliert haben, wir sagten, jetzt geht es wieder los und er wanderte weiter. Seine ganze Übungsbasis war, Leute, dass Leute sich nie niederlassen konnten, nie diese Art von äußerer Sicherheit aufbauen konnten, damit der innere Abkehr stattfinden würde. Dies ist auch ein Teil von der Zufluchtnahme, von der Entscheidung, von der Verpflichtung, Selbstverpflichtung, Richtung Dharma zu gehen.
Aber um sich, sagen wir, der Welt abzuwenden und sich dem Dharma hinzuwenden, muss man, wenn man will, eine Vision haben, ein Erkenntnis haben. Wie der Buddha mit seinem vierten Anblick. Es genügt nicht, nur die ersten drei Auswarten zu machen. Es genügt nicht, einfach zu sehen, die Welt ist schlecht. Also bei meinem zweiten längeren Retreat, das war über Weihnachtszeit in einem englischen Dorf, ausnahmsweise war es sehr, sehr kalt, und eines Abends habe ich einen Spaziergang durch dieses Dorf gemacht. Und bei vielen Häusern hat man die Vorhänge nicht zugezogen. Es war kurz nach Weihnachten. Und ich schaute einfach durch die Fenster, als ich durchs Dorf gegangen bin. Und Leute hatten einfach ein ganz normales Leben, nichts Schlechtes. Und als ich das Leben da anschaute, merkte ich, nee, es hat keinen Sinn, so zu leben. Es hat überhaupt keinen Sinn, so zu leben. Also das war, wenn man will, ganz leicht eine innere Abkehr für mich damals. Aber was war die Alternative? Also die Alternative wird durch den vierten Anblick des Buddha, durch den Anblick von dem Wanderasketen dargestellt, repräsentiert. Es ist die glorreiche Möglichkeit, höhere Geisteszustände anzustreben, Erleuchtung zum Wohle aller. Und das wird durchgesetzt durch den dreifältigen Pfad im Buddhismus, durch den buddhistischen Pfad. Ich weiß, dass einige Leute wenig darüber wissen und andere viel davon gehört haben. Also ich versuche, beide Lager zu bedienen. Der dreifältige Pfad besteht aus Ethik, Meditation und Weisheit im Buddhismus. Es ist eine sehr einfache, schlichte Art, so den Weg zur Erleuchtung darzustellen. Buddhistische Ethik besteht nicht aus einer Unterscheidung zwischen böshaftem und tugendhaftem Handeln, sondern das Wort Kusala und Akusala bezieht sich dann eher auf Sachen, die heilsam oder positiv oder geschickt oder gekonnt sind, im Gegensatz zu Sachen, die nicht geschickt, nicht gekonnt sind. Und Handeln wird so gesehen als etwas, was man verbessern kann, dass man lernen kann, geschickte, gekonnte zu handeln, wie ein Handwerk. Und was macht ein Geisteszustand geschickt oder gekonnt oder heilsam? Es ist der Geisteszustand, aus dem man handelt. Und die negativen Handlungen entspringen einem Geisteszustand von Gier, Hass oder Verblendung, von neurotischer Begierde, von Ablehnung, Hass oder Übelwollen und von einer Verblendung, von einer Unwissenheit, ein Nicht-Sehen-Wollen, wie die Dinge sind. Die positiven Handlungen entspringen Großzügigkeit und Liebe. Liebe im Sinne von Metta, für diejenigen, die Metta kennen und wissen, was Metta ist. Und von einer Bewusstheit, einer Achtsamkeit, einer Geistesklarheit. Und deshalb wird es gesagt, dass die buddhistische Ethik eine Ethik der Intention oder der Absichten ist. Es entspringt deinem Geisteszustand. Also es hat damit zu tun, was du willst. Und das hat Konsequenzen. Der Wille ist aber nicht mit Bewusstsein zu misszuverstehen. Also ich gebe ein Beispiel. Ein Mensch kann stockbesoffen sein, also nicht sehr bewusst, und trotzdem rumschlagen und irgendetwas tun wollen. Ihr habt vielleicht leider die Erfahrung gehabt, Kontakt mit Betrunkenen zu haben, die unbedingt irgendetwas tun wollen. Es kann sein am nächsten Tag, dass sie sich überhaupt nicht erinnern können, aber die wollten das machen. Das hat eine ethische Folgerung, diese Handlungen. Weiterhin, wenn die Absicht ist, sagen wir, liebevoll und großzügig zu sein, wenn das die Wurzel der Handlungen darstelle, genügt das nicht einfach im Sinne, ja, ich will Gutes tun, das genügt. Ich gebe ein Beispiel davon. Als ich so Jugendliche war, ich habe eine viel jüngere Schwester, und als sie ungefähr 10 war, wir waren auf einem Sommerhäuschen in Ontario, an einem See, unheimlich schön, und eine kleine Freundin ist mit ihr gekommen, die sofort Heimweh spürte und unheimlich unglücklich war. Und meine Schwester, damit die Freundin glücklicher wurde, hat ihr unwahrheitsgemäß gesagt, deine Eltern kommen morgen, um es besser zu machen. Absicht, toll. Handlung, dumm.
Also Intelligenz ist auch notwendig. Und das vergessen wir häufig in den Darstellungen der buddhistischen Ethik, dass man eigentlich verpflichtet ist, zu überlegen, was die wahrscheinlichen Ergebnisse der eigenen Handlungen sind. Du kannst wirklich sehr großzügig sein wollen, aber wenn du viel Geld irgendjemandem gibst, der, sagen wir, du ziemlich überzeugt bist, heroinabhängig ist, ist das tatsächlich eine liebevolle Handlung? Ist das tatsächlich eine liebevolle Handlung? 2001, als die US- und NATO-Kräfte anfingen, in Afghanistan zu bombardieren, soll der Dalai Lama gesagt haben, man kann nicht wissen, was all die anderen Folgen dieser Handlungen sind. Hier geht es weniger darum, was die Motivation von der Bombardierung war, sondern man muss überlegen, was sind die wahrscheinlichen Konsequenzen meiner Handlung, wenn du tatsächlich zum Wohle deiner selbst und anderer handelst. Es ist genauso sehr, wie wir überlegen, 8 Uhr abends oder 10 Uhr abends, ja, ich habe Lust auf einen Kaffee, aber was werden die Konsequenzen sein? Nicht darüber nachzudenken, ist ein Zeichen von Dummheit, nicht, dass du ethisch so unbesorgt bist. Okay. Und die Ethik funktioniert als Grundlage für die anderen Stufen im Pfad, weil die Handlungen eine Rückkopplung auf deinen Geist haben. Die bewussten Handlungen, die man durchführt, also nicht die gewollten Handlungen, die man durchführt, arbeiten am Geist, enden den eigenen Geist. Und du gestaltest dein Bewusstsein dadurch. Bestimmt haben einige von euch es auch erlebt, dass wenn man wirklich großzügig und liebevoll handelt, dass man sich offener fühlt, entspannter, dass man weniger Misstrauen hat. Ich kann es so beschreiben, es ist, als ob man frisch verliebt wäre, ohne all die Probleme, die das mit sich zieht, wenn man wirklich so sehr großzügig und liebevoll handelt und nicht einfach denken, ich bin großzügig und liebevoll, einfach diesen Ansatz pflegt. Und umgekehrt, wenn man sehr aggressiv wird, sowas ähnliches, wie ich es erlebe, es ist, als ob mein Herz buchstäblich körperlich eng wird, dass ich eingeengt werde und härter werde. Es ist, als ob Glück sich körperlich entfernen würde von mir und als ob ich in einem Widerspruch zum Rest des Universums stehen würde. Und in der buddhistischen Schulung versucht man zu lernen, ethisch zu handeln, sodass man weg von diesen Mustern kommt. Die Meditation in gewissem Maße ist nur eine Intensivierung der Ethik, dass man versucht, kontinuierlich in einem Geisteszustand von Achtsamkeit, von innerer Großzügigkeit, einen liebevollen Modus zu sein. Und dieses ist eine Reflexion des Bewusstseins, ein reflexives Bewusstsein wird dadurch gestärkt, sodass man immer mehr merkt, was man fühlt und was man denkt. Das Ergebnis ist, dass der Geist sozusagen einem selbst gehört und dass man entdeckt, wie der eigene Geist einem selbst vorher nicht gehörte, sondern vielleicht irgendeinem Dämon im übertragenen Sinne. Und traditionell wird davon gesprochen, man meditiert, damit der Geist ein geschmeidiges Werkzeug wird. Ein geschmeidiges Werkzeug. Und wozu dieses Werkzeug? Um die Wirklichkeit anzuschauen, um Weisheit wirklich zu erlangen. Um die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. Wie sind die Dinge wirklich? Also die meisten Leute heutzutage im Westen, glaube ich, wenn sie innehalten, wären vermutlich bereit, intellektuell zuzugeben, dass alles im Wechsel ist, dass man stirbt, dass man eigentlich keine hundertprozentige Befriedigung durch ein normales Leben hat und so weiter. Aber wie lebt man tatsächlich? Inwieweit sieht man das tief drin? Was passiert, wenn man sich selbst beobachtet? Also vor ungefähr 15 Jahren war ich beim Urologen und es gab einen Befund, was bedeuten konnte, dass ich so Nierenkrebs hatte, und zwar in einem fortgeschrittenen Stadium. Untersuchung, während ich wartete vom Blut und so weiter, ich saß dort eine halbe Stunde lang mit dem Bewusstsein, ich könnte bald sterben. Ich könnte bald sterben. Und das Wesentliche wirklich mit meiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Nach einer halben Stunde kam zurück, kein Problem.
Und ich konnte es fast körperlich spüren, wie mein Bewusstsein von der eigenen Sterblichkeit sich entfernte. Wir sind so daran gewöhnt, das wegzuschieben, auf eine Art und Weise, dass wir es überhaupt nicht merken. Weil wir alle wissen, dass wir sterben werden. Aber inwieweit beeinflusst es unser Leben? Es kann sein, dass das alles so selbstsüchtig klingt. Dass es alles um mich geht, meine Befreiung, mein Glück und so weiter. Aber traditionell das Ziel, Erleuchtung, Nirvana, Bodhi, wird so definiert, dass es nicht nur aus Weisheit besteht, sondern auch aus Mitgefühl. Altruismus spielt eine sehr große Rolle im Buddhismus. Der historische Buddha, kurz nach seiner Erleuchtung, hat Anweisungen an die ersten 60 Schüler gegeben: Geht weg und unterrichtet, gebt den Dharma weiter zum Wohle der vielen, zum Wohle der vielen. Und sehr wichtig im Buddhismus ist das, was wir die positiven Emotionen nennen. Metta, die liebevolle Güte, Karuna, das Mitgefühl, dass man so Dharma übt für sich selbst und für andere. Und das bringt uns zurück zur Motivation, Kennzeichnung des Dharma-Lebens. Die Motivation ist das, was Dharma unterscheidet vom säkularen Buddhismus oder Buddhismus-Light oder sowas ähnliches. Es geht nicht darum, einfach Frieden zu schließen mit einem weltlichen Leben, wie es ist, sondern, wenn man will, ein überweltliches Leben zu führen, zum Wohle aller. Danke.